heute ein bisschen einen Fokus darauf legen, dass man sich versucht, diese Kennzahlen, die man so einzeln hat, ich nenne das mal so Kennzahlen-Set, ja, daraus sozusagen ein Kennzahlensystem zu machen. Das Ziel ist ja irgendwie, zu sagen, die Anzahl der Neueinstellungen am Ende des Jahres sollen 100 Leute betragen, aber ich brauche irgendwie noch andere Kennzahlen, an denen ich direkter steuern kann, weil das ist ja am Ende ja nur so eine Endkennzahl, die ich erreiche und lässt sich denn mit sogenannten Frühindikatoren so ein Stück weit abschätzen, ob man da auf einem guten Weg ist. Und das ist die Idee eines Kennzahlensystems. Und das ist eine ganze Menge von Input, die ich Ihnen jetzt wieder gebe, sozusagen in dieser Stunde. Sie kriegen natürlich auch die Präsentation im Nachgang. Und wenn Sie dort noch individuell Unterstützung brauchen, dann machen das auch unsere Community Manager, ne? Die helfen Ihnen auch dabei, dann für Ihr Unternehmen ein gutes Kennzahlensystem im Controlling aufzubauen. Ja, dann würde ich jetzt direkt mal stoppen und gehe jetzt mal hier rein. Genau, erstmal so am Anfang so ein bisschen ja, was ist so Controlling, was sind so Ziele? Und ja, es geht immer so ein bisschen so die Rationalität der Unternehmensführung so ein bisschen sicherzustellen. Und na, also so dieser Punkt hier hinten, Rationalität der Unternehmensführung. Das basiert in der Regel auf drei Dingen, die man irgendwie aufbaut. Ja, es hat was mit Informationsgewinnung und Verarbeitung zu tun. Und hier ist es mir eben wichtig, nicht nur Kennzahlen zu haben, sondern eben insbesondere auch die Zusammenhänge. Daraus resultieren, wenn ich die Zusammenhänge weiß, ja, dass ich zum Beispiel sage, okay, wie viele Bewerbungen brauche ich denn in welcher Zeit, um meine Stelle auch pünktlich zu besetzen, kann ich Entscheidungslogiken entwickeln, ne, und habe eine Entscheidungsgrundlage. Dazu brauche ich, muss ich aber bestimmte Zusammenhänge verstehen. Und mit diesen Kennzahlen und deren Zusammenhänge und der Entscheidungslogik kann ich auch gute Berichte machen. Denn im Bericht ist ja nicht nur, dass ich die Kennzahl zeige, wie sich jetzt im Trend entwickelt, sondern ich erwarte eigentlich von einem Personalbericht oder Controllingbericht, dass auch Empfehlungen drin sind, ja, was wird die Führungskraft oder der Personalbereich so vielleicht ändern sollte, ne? Also, und dazu braucht es eben dieses System. Ansonsten trägt man einfach nur Anzahl Bewerber über Kanal X sozusagen. Aber da gibt es noch ein paar Zusammenhänge, die man vielleicht stärker beleuchten müsste, damit auch ein Kanal funktioniert. Alles, was ich Ihnen heute vorstelle zum Thema Controlling, ist am Anfang, also relativ allgemein, ja, also die Grundsätze, die Prinzipien dahinter, worauf man achten soll, die kann man für ein Personalmarketing-Controlling machen, die können Sie für ein Personalentwicklungs-Controlling machen, die können Sie von mir aus für ein Freisetzungs-Controlling machen, die können Sie aber auch für den Einkauf machen. Ja, also das sind die gleichen Controlling-Prinzipien dahinter. Und mir geht es mehr um die Vermittlung der Prinzipien, als Ihnen zu sagen, das ist jetzt das Kennzahlset, wie Sie das messen müssen. Das hängt sehr stark von dem Unternehmen ab. Ich will Ihnen eher nur einen Weg zeigen, wie Sie vielleicht zu einem guten Kennzahlensystem hinkommen. Was könnte man da machen? Was könnte man da checken? Genau, ja, Kausalität, gut begründete Modelle, genau. Ja, Kennzahlen an sich, ja, Kennzahlen geben relevante Tatbestände aus dem Unternehmen in einfacher und verdichteter Form wieder. Es gibt dabei noch besondere Kennzahlen, das sind sogenannte Ziele, ja, so die quantitativen Ziele eines Unternehmens. Ich denke mal, jedes Unternehmen von Ihnen hat das sicherlich, also spätestens in der Geschäftsführung oder im Führungskreis, nimmt man sich gewisse Dinge für ein Jahr vor, was man erreichen will. Gewinn, Umsatz. Und bei diesen Zielen sind aber manchmal auch Personalziele dabei. 50 Neueinstellungen. Oder die Leistungs- die Produktivität der Mitarbeiter erhöhen, die Zufriedenheit der Mitarbeiter ansteigen lassen. Je nachdem, was vielleicht zu so einer Unternehmensstrategie dazugehört, ne? Und die Summe dieser Ziele ist dann so ein Zielsystem. Wir haben also ein Kennzahlensystem, wo einfach Kennzahlen miteinander in Beziehung stehen. Und dann haben wir nochmal ein spezielles Subsystem, das sind die Zielsysteme. Nicht jede Kennzahl, die wir im Kennzahlsystem haben, hat auch eine Zielstellung aus strategischer Sicht. Viele von diesen Kennzahlen hat man so auch manchmal einfach nur so aus dem Monitoring heraus, dass man die monitort. Das heißt, ein gesamtes Kennzahlensystem besteht aus einerseits Kennzahlen, wo wir richtig Ziele haben, wo wir was verbessern wollen, was verändern wollen und dann wahrscheinlich noch eine ganze Reihe Monitoring-Kennzahlen, wo wir so ein Auge drauf haben, weil wir dort vielleicht gewisse Qualitätslevel oder Service-Level-Agreements, also wie lange wir für einen Bewerber brauchen, etc., mit monitoren wollen. Das gesamte Kennzahlsystem mit dem Monitor und den Zielkennzahl sozusagen
muss eigentlich, soll zumindest laut der Lehre, drei Basislogiken bzw. Instrumentalisierungen gerecht werden. Ja, es soll ja ein Steuerungsinstrument sein. Ja, das ist hier vorne sozusagen dieser Punkt. Ja, das quasi Ziele vorgibt. Und jetzt ist mir aber wichtig, wenn wir ein Ziel vorgeben, gibt es immer Rahmenbedingungen. Ja, wenn ich zum Vertriebler hingehe und sage, bring mir 10 neue Kunden, will ich ja nicht, dass der mir irgendwelche Kunden anbringt, die gar nicht zu meinem Geschäft passen. Ja, hat denn irgendwie einen Vertrag aufgeschwatzt sozusagen. Sondern gerade bei uns im Empfehlungsbund, ich möchte eigentlich nur Kunden haben, die verstehen, was wir im Empfehlungsbund machen und dass man bei uns mitmachen muss. Ja, wir haben teilweise eben auch einfach nur Online-Registrierungen von bestimmten Firmen, die registrieren sich bei uns und haben überhaupt nicht verstanden, wie Empfehlungsbund funktioniert. Und dann funktioniert es natürlich am Ende auch nicht. Ne? Das heißt, es gibt gewisse Rahmenbedingungen, die einzuhalten sind. Ich habe das hier mal so ein bisschen daneben gestellt. Zum Beispiel, das Ziel ist die Senkung der Fluktuation. Ne, könnte so ein Zielthema sein. Wir möchten gern, dass die Mitarbeiter bei uns stärker gebunden sind. Und jetzt aber als Effizienzbedingung ohne höhere Kosten. Ja, wir haben also hier einen Effekt, der soll erzielt werden, das ist der Effekt. Und das auf der Seite ist eine Effizienz. Eine Effizienz ist eine Rahmenbedingung, die bezüglich eines Effektes eingehalten werden soll. Denn wenn ich das nicht mache, ohne höhere Kosten, dann gehe ich zu meinem Geschäftsführer hin, wo ich damals Personalchef war, so, dann gib mir mehr Personalbudget, dann hebe ich jetzt mal alle Gehälter an. Zack. Ne, bezahlt deutlich über den Markt sozusagen. Dann haben wir dort eine ganze Reihe von Kühen vom Eis sozusagen. Na, aber der Trick ist ja nur gerade zum Beispiel, intrinsisch zu motivieren, intrinsisch zu binden, ja, und jetzt eben nicht zu sagen, wir machen das mit höhere Gehälter, weil dann klappt vielleicht die Profitabilität des gesamten Geschäfts nicht mehr. Wir wollen also merken, es gibt so eine Effektivität, Effizienzlogik, ja, an der Stelle, ja. Wir haben also immer eine Kennzahl und manchmal gibt es andere Kennzahlen im Kennzahlensystem, meistens auch Monitoring-Kennzahlen, dass man sagen, okay, und die müssen aber konstant gehalten werden. Oder auf einem hohen Niveau gehalten werden. Wir haben meistens eine Effektkennzahl, die muss nach oben getrieben werden, die muss erreicht werden. Und dann gibt es eine ganze Reihe von sogenannten Effizienzkennzahlen, die dabei zu beachten sind. Ich gebe da nochmal ein Beispiel dafür. Die zwei, also und damit habe ich ein Steuerungsinstrument, ne, wo ich sage, okay, ich gebe Ziele vor und die Ziele werden auch sinnvoll erreicht unter Einhaltung der Effizienzen. Zweites ist ein Informationsinstrument. Ne, da geht es darum, dass man Tatbestände und deren Zusammenhänge liefert. Also am Ende zu sagen, ach, warum klappen denn die 100 Einstellungen nicht? Oder woran hängt denn eine Fluktuation? Was sind denn Gründe dafür, dass Mitarbeiter gehen? Oder was muss passieren, damit im Mitarbeiter gehen? Es gibt also gewisse Vorläufe, Ursachen und die können wir teilweise auch messen. Ja, so haben wir zum Beispiel mal hier das Beispiel, wenn die Motivation sinkt, ja, hier, dann wissen wir, dann sinkt auch die Produktivität. Ja, das sind so wirtschaftspsychologische Zusammenhänge teilweise, die wir damit Korrelation oder Regression bestimmt haben und die wir mittlerweile wissen. Das heißt, wir haben so eine Ursache-Wirkungslogik. Na, also wir haben so einen Indikator, wie zum Beispiel Anzahl der neuen Mitarbeiter, die wir einstellen wollen. Und dann gibt es aber Frühindikatoren. Ja, wir wissen, wenn wir dort keine Stellenanzeigen überarbeitet haben, wenn wir die Kanäle nicht bestückt haben, wenn wir keine Bewerbungseingänge haben, dann können wir schon ahnen, dass wir zum Ende des Jahres die Anzahl der Einzelnen nicht realisieren werden. So gibt es eine Ursache-Wirkungskette. So, als drittes Thema haben wir dann das Evaluationsinstrument. Ja, dort geht es so ein Stück weit darum, dass man sagt, okay, es geht so ein bisschen die Zufriedenheit und seine Realität zu bewerten. Nun ist es oftmals so, dass man sich im Managementkreis, Führungskreis zusammensetzt und sagt, okay, welche Ziele nehmen wir uns denn vor? Ja, da sagen wir zum Beispiel, wir wollen einen Gewinn von, keine Ahnung, 100.000 Euro im Jahr haben. Und dann machen wir vielleicht noch Zielkorridore, 70%, 100%, 150%, wo wir vielleicht dann nochmal variable Prämien auszahlen. Na, und jetzt kommt das Ende des Jahres, kommt jetzt ran und tatsächlich, der Gewinn wurde zu 100% erreicht, aber die Anteilseigner sind trotzdem unzufrieden. Weil die vielleicht sehen, naja, aber unsere Wettbewerber, die haben ja noch viel, viel mehr geschafft. Die haben 200.000 Euro Gewinn gemacht sozusagen. Wie machen die das? Das heißt, wir haben immer ein Stück weit eine Realität. Das sind die Zahlen. Da denken wir uns auch ein Zielsystem aus. Aber man muss auch noch die subjektive Wahrnehmungskomponente berücksichtigen. Die ist wichtig, um nochmal zu reflektieren, wie gut war denn auch unsere Zielsetzung, die wir haben. Erst wenn die Realität passt und man tatsächlich auch eine subjektive Zufriedenheit hat, weiß man, dass man alles erreicht hat, was man da irgendwo gemacht hat. Und wir nennen das, wir messen also einerseits Realitäten
Und auf der anderen Seite so Zufriedenheiten. Diese Zufriedenheiten sind Dinge, die kann man nicht direkt messen. Also wir können jetzt kein Gerät an einem Körper eines Menschen anlegen und dann daraus ablesen, wie zufrieden er ist. Das müssen wir indirekt durch einen Fragebogen oder durch Workshops, durch Smile-Sheets oder irgendwas sozusagen rausfinden. Und diese Form der Variablen und Kennzahlen nennen wir latente Variablen. Die sind nicht direkt messbar. Ein gutes Kennzahlensystem, um eine Evaluation zu machen, misst immer beides. Hat sozusagen manifeste Kennzahl und latente. Manifest sind eben so Anzahl der Bewerbung, Anzahl der Interviews, was man ganz real messen kann. Und das ganze latente Zeug, das sind alles so aus Befragungen, Zufriedenheit, aus Feedback sozusagen. Und die muss man aber im Zusammenhang mit einem gutes Kennzahlensystem, damit es ein Evaluationsinstrument sein kann, berücksichtigt beides. Das heißt, was wir uns mitnehmen wollen, wenn wir ein Kennzahlen haben, sollten wir überlegen, meinetwegen Sie haben 5 Kennzahlen, mit denen Sie Ihre Personalauswahl und Recruiting messen möchten, dass es dort so ein bisschen eine Effektivität und Effizienz-Zusammenspiel gibt, so eine Ursache-Wirkungs-Zusammenspiel gibt und so eine Manifest- und Latent-Logik gibt. Ich habe Ihnen dann nochmal ein bisschen das bisschen weitergeführt hier. Nochmal, was ich schon auf der Tonspur jetzt mehr oder weniger gebracht habe, hier nochmal die Effektivität und Effizienzlogik nochmal Ihnen zu veranschaulichen, auch nochmal mit einem Beispiel. Ja, wir haben also quasi eine Kennzahl, eine Effektivität, also im Prinzip geht es darum, welches Ziel wird verfolgt. Ja, Effektivitäten sind oftmals aus dem Zielsystem, während eben die Effizienzen eher so aus dem Monitoring-System kommt. Das Ziel, was verfolgt wird, die Effektivität, ist in der Regel ein Ergebnis einer Planung. Ja. Hier mal als Beispiel dargestellt, wir wollen hier 100 Neueinstellungen haben. Jetzt geht man so, wie komme ich denn jetzt auf die Effizienzkennzahlen? Da gehen Sie den Weg, was wären denn jetzt die Maßnahmen, die Sie tun würden, damit die 100 Neueinstellungen zum Ende des Jahres realisiert werden? Ja? Und dann überlegen Sie sich bei diesem Maßnahmenbündel, was Sie da machen wollen, was müssen wir an Qualität, an Effizienzen einhalten? Das spiegelt so ein bisschen den Kosten und den Aufwand der Umsetzung wider. Und ich habe das mal hier so dargestellt, wir sollen 100 Neueinstellungen machen, da könnte man sich überlegen, man hat meistens das Dreieck in der Effizienz, Kosten, Zeit und Qualität. Also Effizienz hat meistens die Kennzahlen, die lassen sich diesen 3 Dimensionen irgendwie zuordnen. Und ich sage, okay, mach bitte 100 Neueinstellungen pro Jahr als Effekt und beachte dabei unser Budget für Kosten pro Einstellung. Dann, dass die aber auch innerhalb von ein paar Monaten besetzt werden, nicht erst in 3 Jahren kommen. Und die Qualität, dass man eine niedrige Probezeitfluktuation haben. Mir nützt ja nicht, dass der Recruiting jetzt 100 Leute einschleppt. Ja, wir müssen davon aber über der Hälfte sozusagen Lauf der Probezeit wieder zurückschicken, weil die taugen alle nichts. Das heißt, damit definieren die Effizienzen, unter welchen Rahmenbedingungen sollen die eingehalten werden. Und diese Kennzahlen sind dann spätestens mal Monitoring-Kennzahlen, wo man zumindest ein Auge drauf haben muss. Da muss nicht unbedingt eine Zielstellung dahinter stehen. Das sind in der Regel die Effekte, die wir erreichen wollen. Aber es gibt eben so gewisse Kennzahlen, wo man ein Auge drauf haben, die dort mit beachtet werden müssen. Und daraufhin muss man die Maßnahmen so gestalten, dass sie diese Kosten-, Zeit- und Qualitätsaspekte berücksichtigen. Dann habe ich noch ein Beispiel mit für Ursache-Wirkung-Logik. Ja, ich habe hier mal so eine ganze Reihe aus der Wirtschaftspsychologie mal ein bisschen was mitgebracht, was da so Erkenntnisse sind. Ja, die forschen ja immer wieder, befragen Leute und bringen das in irgendeinem Zusammenhang. Da haben sie mal so eine ganze Latte, was da irgendwie miteinander im Zusammenhang steht. Ich habe hier mal ein Beispiel gebracht, weil ich das jetzt nicht alles vorlesen will. Man weiß zum Beispiel, wenn man die Anzahl der Weiterbildungen, ja, WB für Weiterbildung, oder das Budget für Weiterbildung pro Mitarbeiter zum Beispiel steigt, weiß man, also über alle Unternehmen, empirisch, statistisch gesehen, steigt das Kompetenzlevel. Na klar, die Leute haben dann Zertifikate, also ein paar werden ja irgendwas gelernt haben. Dann steigt in der Regel auch die Produktivität. Natürlich hat das noch andere Rahmenbedingungen, dass auch die richtigen Schulungen sind und so weiter. Aber nehmen wir mal an, das wären die richtigen Schulungen. Dann steigt auch die Anzahl der Innovationen, ja, weil man sich vielleicht austauscht mit anderen und kreativer denkt, was reflektiert und eher Verbesserungsmaßnahmen macht. Und man weiß auch, es steigt die Attraktivität des Unternehmens. Immer wieder, wenn Sie mal zur Befragung sehen, was macht ein Arbeitgeber attraktiv, da ist fast immer Weiterbildung, Karrieremöglichkeit, was für mich letztendlich auch bloß eine Weiterbildung ist, auch Weiterbildung oder durch Weiterbildung repräsentiert wird, das ist immer unter den Top 3. Ja, das weiß man. Also wenn man dort in der Richtung Gas gibt, wenn man nur sich mit dem Thema Weiterbildung beschäftigt, hat man diese 3 oder 4 sozusagen Wirkungseffekte. Damit ist das eine Ursache für viele Wirkungen, die entstehen können.
Ja, und das ist für uns wichtig, in einem Controlling rauszufinden. Zu sagen, wovon ist es denn abhängig, dass wir 100 Neueinstellungen pro Jahr schaffen? Wovon hängt das ab? An welchen Rädchen müssen wir stehen? Was müssen wir jetzt alles anschalten? Was müssen wir jetzt alles anmachen? Und das auch so ein bisschen zu verstehen, dass ich vielleicht bei einem Java-Entwickler was anders machen muss als bei einem Pfleger, bei einem Arzt, bei einem Software-Tester, bei einem Projektler. Da kann es andere Kennzahlen. Da brauche ich vielleicht mehr Stellenanzeigen. Ich brauche dort vielleicht mehr Kanäle. Ich brauche dort ein anderes Budget. Und das muss man ein Stück weit rausfinden. Und das sind diese Zusammenhänge, die wir sozusagen finden müssen. Und gutes System von Kennzahlen zeigt das ein Stück weit auf. Ja, dann haben wir hier die Manifest-Latent-Logik, ne? Nochmal das Latente, das ist alles das, was wir nicht direkt messen können. Ja, das ist so indirekt messbar, da machen wir Zufriedenheitsfragebögen oder Workshops sozusagen. Ich habe Ihnen hier mal so ein Beispiel mitgebracht, das ist schon ein bisschen komplex. Man sieht jetzt hier blau sozusagen die Wachstumstreiber eines Unternehmens. In diesem Modell geht man davon aus, wenn die Einstellung der Mitarbeiter richtig ist, die sind sozusagen, die haben bestimmte Werte, die sind bestimmte Dinge wichtig sozusagen, wird sich das in deren Verhalten zeigen. Die sind pünktlich, bearbeiten die Kundenanfragen schnell, versuchen eine gute Qualität zu machen, sprechen sich mit anderen Kollegen ab, ne? Das wird die Servicequalität verbessern. Wir haben weniger Beschwerden. Wir haben weniger Fehler, weniger Systemausfälle. Ne? Wir haben dann die Kundenzufriedenheit, die Loyalität, die Kunden verlängern, die Verlängerungsquoten oder die Bleibequote, die Wiederbeauftragungsquote der Kunden verlängern. Ganz objektiv manifest messbar. Das ist mir wichtig, jetzt nicht latent, sondern wir gucken wirklich in die Buchhaltung rein und sehen, also wir beim Empfehlungsbund sehen ja bei jedem von unseren Mitgliedern, wie oft die verlängern, wie viele Jahre die schon dabei sind. Und daraus ergibt sich natürlich dann eine Profitabilität. Ja, ein Bestandskunde ist immer 10-mal mehr wert als ein Neukunde sozusagen. Daraus generiert sich ein Wachstum und das kann ich wieder in Umsatz, in Gewinn und so weiter ausdrücken. Das Blaue zeigt Ihnen sozusagen so einen Pfad, eine Ursache-Wirkungskette, wenn Sie es so wollen, für verschiedene manifest messbare Dinge. Und jetzt haben wir diese weißen Sechsecke hier rundherum. Und das sind zum Beispiel Themen aus einer Mitarbeiterbefragung. Ich befrage die Mitarbeiter zum Beispiel, können sie die Strategie einen ihrer Kollegen erklären? Wie zufrieden sind sie mit der Führung? Etc. Pipapo. Und man weiß durch Korrelations- und statistische Analysen, wenn man die Strategie versteht, wenn man versteht, wohin es geht, warum die Ziele so sind und warum es die Ziele sind, dann wird man in der Regel auch zufriedener mit der Führung sein, weil man wird die Entscheidungen nachvollziehen können. Wenn man zufrieden mit der Führung ist, dann komme ich eben pünktlich zur Arbeit, engagiere mich auch richtig, ich bin motiviert und habe eine hohe Leistung. Dann wird diese latenten Variablen, werden die manifesten Variablen nach vorne bringen. Ja, wir haben also einerseits, dass quasi gewisse Latenzen dann dafür sorgen, dass gewisse manifeste, objektiv messbare Dinge, dass Mitarbeiter pünktlich zur Arbeit kommen, dass die die Sicherheitsrichtlinien beachten, Checklisten beachten, eine gute Qualität machen etc. Das beobachtbares Verhalten. Ja, man weiß aber auch, wenn zum Beispiel ein Wachstum generiert wird, mehr Umsatz und so weiter, dann macht das die direkte Führung auch zufrieden sozusagen. Ne? Und das wiederum wirkt auf die Einstellung der Mitarbeiter. So hat man eben tatsächlich auch von Manifest zu Latent Rückwirkung, Rückkopplungen. Und so spielt Manifest und Latent miteinander im Wechselspiel. Steht miteinander im Wechselspiel. Ich habe Ihnen hier mal so einen ganzen Fahrplan gegeben, ja, wo Sie das nachvollziehen können, wo man mal was latent messen und wo man dann auch wieder was manifest messen hier unten sozusagen. Und diese Kenntnis hilft zu sagen, weil ich kann ja schon dafür sorgen als Personaler, dass die Mitarbeiter die Strategie besser verstehen, indem wir sagen, okay, wir machen mal eine Führungskräfteschulung, machen den nochmal deutlich. Das ist die eine Kunst, eine Strategie zu erstellen und das alles zu können mit Balance Scorecard und Strategy Map, da komme ich heute noch ein bisschen drauf dazu. Aber man muss es auch die Mitarbeiter beteiligen und das zu denen ihrer Strategie machen sozusagen. Erst dann werden sich diese Effekte einstellen und sich das Verhalten der Mitarbeiter ändern. Ich will ja durch eine Strategie das Verhalten meiner Mitarbeiter lenken. Ja, und so haben wir quasi ein gutes Kennzahlensystem, hat dann eben auch so eine Manifest- und Latenzlogik. Ich will damit sagen, wir messen ganz objektive Sachen und bauen so auch so ein paar Zufriedenheitsbausteine dort mit ein. Ja, und dann gibt es noch so ein viertes Thema.
Es gibt so generelle Anforderungen an Kennzahlen, die man immer wieder in der wissenschaftlichen Lektüre findet, sozusagen. Da haben wir zunächst erstmal, eine Kennzahl sollte klar definiert sein. Es muss irgendwie ein bisschen klar sein, was misst die eigentlich, ja? Und am besten mit objektiven, validen, reliablen Messmethoden. Also wenn ich es anfangen muss, ich muss jetzt die Anzahl der Bewerbungseingänge schätzen, wird es schwierig. Also das ist nicht so eine gute Kennzahl. Dann finde ich auch wichtig, dass man die Kennzahlen sozusagen bevorzugt, also nimmt, weil ansonsten hat man vielleicht auch zu viele Kennzahlen, man muss auch ein bisschen ausmisten. Wenn die Kennzahlen so hilft, meinetwegen das Unternehmen hat irgendeine Geschäftsstrategie, das will jetzt keine Softwareentwickler mehr haben, man will jetzt mehr Softwareadministratoren oder Softwaretester haben oder irgendwas anderes, ne? Dass man dann quasi sagt, okay, meine Kennzahlen, die ich erhebe, die hilft, diese Zielerreichung auch einzuschätzen. Also die schielt so ein bisschen oder unterstützt quasi, ein strategisches Ziel näher zu erklären, wie es bei der Umsetzung ist. Oder wir sagen, wir haben bestimmte ganz kritische Risikobereiche. Wir haben erkannt, wir sind Beratungsunternehmen und wenn unser Kompetenzlevel unter ein bestimmtes Niveau sinkt, dann werden die Kunden massiv unzufrieden und springen ab sozusagen. Also auch so im Sinne des Risikomanagements. Das heißt, meine Kennzahl, die ich habe, versucht die auch ein Risiko mit zu adressieren. Dann kann sein, dass sie bestimmte Prozesskennzahlen haben. Manche haben ja sogar eine ISO-Zertifizierung nach dieser prozessorientierten Norm, diese 9001. Und da haben sie für ihre Prozesse auch Kennzahlen. Also wenn ihre Kennzahlen, die sie erheben, auch zu diesen Prozesskennzahlen passen, ist das auch ein Argument für die Kennzahl. Und was natürlich wichtig ist, es ist dann eine gute Kennzahl auch, wenn die sich ein Stück weit segmentieren lässt. Wir haben heute schon viele Segmentierungen gehört. Zum Beispiel Kennzahl kann man pro Stelle auswerten, die Anzahl der Bewerbung, oder pro Kanal oder pro Recruiter, was eben wichtig ist. Und wenn das für sie erhebbar ist, sozusagen, und je mehr für ihre Kennzahl, die wir dann vielleicht gefunden haben, diese Kriterien eingehalten werden können, umso eher ist es eine gute Kennzahl. Ja, dieses System, die Anforderung an Kennzahl, wird uns sozusagen helfen, aus den vielen gebrainstormten Kennzahlen, die wir vielleicht haben, vielleicht für unser Unternehmen die wichtigen rauszufiltern. Ja, oder die überhaupt möglichen, machbaren. Ist auch einfach manchmal so eine Machbarkeitsgeschichte. Ja, es geht nicht darum, am Ende 50 Kennzahlen zu haben, sondern vielleicht 10 wichtigste. Also, wenn ich mal zusammenfassen, schon mal ein kleines Zwischenfazit machen würde, würde ich sagen, es gibt bestimmte Anforderungen an Kennzahlen, hier ist nochmal unterstrichen, wirklich Systeme, darum geht es mir heute, ne? Also man findet in der Literatur sowas wie, es sollte eine hierarchische Struktur haben. Also eine Kennzahl lässt sich aus anderen Kennzahlen ableiten. Es soll eine Klarheit haben. Die Beziehungen zwischen den Kennzahlen, da hab ich Ihnen ja drei Logiken gezeigt, die sollen definiert sein. Die sollen Indikatorcharakter haben, ne, mit gut begründeten Modellen für die Beziehung eine Kausalität sozusagen. Und die sollten möglichst einfach zu machen. Ne. Das ist immer wichtig, gerade auch in der Wissenschaft. Wir wollen das einfachste Modell haben mit den wenigsten Kennzahlen da drin. Ja, dann ist eben auch zu reduzieren und dann auch zu überprüfen, ob eine jeweilige Kennzahl tatsächlich irgendwas bringt. Dann schiebe ich sie zumindest ins Monitoring-System rein und nehme sie aus meinem Zielsystem raus. Wenn Sie diese drei Logiken, die ich Ihnen vorgestellt habe, ja, also die Ursache-Wirkung-Logik, Effektivität-Effizienz-Logik, Manifest-Latent-Logik schon berücksichtigen und diese Kennzahlen, die Sie haben, Sie haben also keine Kennzahl drin, die hier nirgendwo dazu passt. Also die dockt immer an irgendeine andere Kennzahl an. Na, also wenn Sie keine Kennzahl haben, die wie eine Ming-Vase alleine steht und mit den anderen Kennzahlen nichts zu tun hat, dann haben Sie schon mal ein Kennzahlensystem und haben viele dieser Kriterien erfüllt. Ja, damit haben Sie wenige relevante, aber signifikante und miteinander verknüpfte Kennzahlen. Na, wenn Sie also für jede Kennzahl sagen können, okay, die passt jetzt zu einer Ursache-Wirkungslogik oder Effektivität-Effizienz-Logik oder Manifest-Latent-Logik, dann ist sie schon mal systemisch mit anderen Kennzahlen sozusagen verbandelt und damit erreichen sie automatisch das, was hier steht. So, und dann gibt es aber noch einen weiteren Punkt, den wir berücksichtigen müssen, und zwar ist das die partizipative Herleitung. Es nützt Ihnen nicht, wenn Sie sich in Ihren stillen Kämmerlein hinsetzen und sich ein fantastisches Kennzahlensystem gerne auch mit unserer Unterstützung überlegen. Und keiner von den Abteilungsleitern oder Führungskräften oder Kollegen kann das nachvollziehen, versteht das nicht. Versteht diese Ursache, Wirkung, Effektivität, Effizienz, Manifest-Latent-Logik nicht. Das heißt,
Sie können zwar einen Vorschlag machen, müssen das aber schon mit Ihren Interessensgruppen abstimmen, ein Stück weit, wenn nicht gar richtig gemeinsam entwickeln, sozusagen, die selber was analysieren lassen, dass sie selber drauf kommen, ja, na klar, wenn wir das messen wollen, dann müssen wir noch das und das messen, sonst passt das nicht zusammen. Erst dann werden ihre Berichte sozusagen eine Akzeptanz haben. Ja, also dass man, wenn man, was man dann Reporting gibt, wenn man dann Entscheidungsgrundlagen macht, nichts ist schlimmer als Empfehlungen zu geben, dass man irgendwas ändern soll, wenn niemand nachvollziehen kann, dass das was bringt sozusagen. Und dazu braucht es diese Logen, diese Erklärungen. Und da braucht man eine partizipative Herleitung, dass das jeder nachvollziehen kann, ja, das ist tatsächlich so, hier gibt es Signifikanzen, hier gibt es Korrelationen etc. Genau, ja, welche Kennzahlen sind wichtig, relevant, interessant und zielführend? Ja, es gibt jetzt 4 Möglichkeiten, wie man auf dem Kennzahlensystem herkommen kann, aus einer wissenschaftlichen Perspektive. Ich versuche Ihnen heute wirklich einfach, mein Ziel ist jetzt halt jetzt nicht Wissenschaftler aus Ihnen zu machen, sondern es geht mir eher so darum zu zeigen, wie forschen wir dazu und was sind so prinzipielle Überlegungen, wie man da mal generell rangehen kann und das alles für Sie auf wenigen Slides zusammengefasst. Ich habe sonst normalerweise einen ganzen Controlling-Kurs, der ein ganzes Semester geht. Da mache ich ein ganzes Semester in kleinen Schritten über das mit allen meinen Masterstudenten. Ich versuche das für Sie so ein bisschen komprimiert zu machen. Es geht nur, Sie ein bisschen zu inspirieren und zu stimulieren. Ich weiß, am Ende werden wieder alle sagen, Gott, wer macht denn das so? Natürlich macht das niemand so. Aber das ist so das, wie man es machen könnte, wie es aus einer wissenschaftlichen Perspektive eben perfekt wäre. Und vielleicht kann man ja das ein oder andere dann auch übernehmen. Also wir unterscheiden 4 systematische Wege zu einem Kennzahlensystem, die wir als systematisch klassifizieren. Die ersten 3 führen zu sogenannten generischen Zielsystemen. Generisch bedeutet, das ist dann nicht spezifisch auf Ihr Unternehmen oder auf Ihre Anforderungen zugeschnitten. Das ist halt so eher so eine Schablone, das übernehmen wir so, damit wir schon mal was haben. Das ist so ein bisschen wie, wir machen hier Breakout-Sessions, sammeln Kennzahlen zusammen und schreiben die mal alle auf. Ja, das wäre auch so ein generisches Zielsystem. Und dann gibt es hier unten eine Variante, die ich Ihnen dann auch ein bisschen im Detail noch vorstellen möchte. Das ist die strategiegeleitetes individuelles Zielsystem. Hier erstellen Sie wirklich ein Kennzahlensystem, maßgeschneidert für Ihr Unternehmen. Der Aufwand ist natürlich klar, das ist natürlich viel Aufwand. Aber diese empirisch-induktive Fundierung, so nennen wir das, die integriert eigentlich alle 3 von hier oben. Ja, die sind da eigentlich alle 3 drin. Was haben wir hier oben für Möglichkeiten? Es gibt so eine logische Herleitung, das ist im Prinzip eine Formel. Ja, im Prinzip sagen Sie, alle meine Kennzahlen gehören zu einer Formel. Wir haben sowas wie Weiterbildungsbudget und Kosten und das teile ich auf. Oder ich habe einen Humankapitalwert oder Personalkosten und da habe ich schon eine Formel. Personalkosten ist gleich administrative Kosten plus Recruitingkosten plus Weiterbildungskosten plus Arbeitsplatzkosten plus Recruiter-Personalkosten und mache mir eine Formel sozusagen daraus. Das ist eine logische Herleitung. Also da kommt am Ende eine richtige mathematische Formel raus. In der Regel ist da keine Manifest-Latent-Logik, da sind keine Zufriedenheitswerte drin, weil die kann man in so eine Formel nicht richtig integrieren. Der Vorteil bei diesem Ding ist, Ihr CFO, Ihr Finanzchef wird es lieben. Ja, weil das ist schön aus dem Kostenstellen-Reporting, meistens so Kosten, Euro-Zahlen kommen da raus. Da sind Sie super anschlussfähig damit. Aber ob Ihnen das so hilft, die Menschen zu steuern, ist immer eine andere Sache. Das zweite Thema ist die modellgestützte Rechtfertigung. Also ich habe sie logisch herleitet, die modellgestützte Rechtfertigung. Da ist es so, es gibt so schöne Vereine, Verbände wie die Deutsche Gesellschaft für Personalmanagement und die befragen immer ihre Mitglieder und basteln daraus so ein Kennzahlset mit dem, was könnte man alles dazu messen. Da findet man viel bei der DGFP, auch vieles veröffentlicht, wo die sagen, hier ist so ein Recruiting-Trichter und dann messen wir das und das und das. Das ist so eine modellgestützte Rechtfertigung sozusagen. In der Regel ist dort keine Ursache-Wirkungslogik drin, wirklich verbaut sozusagen, sondern eher mehr, da hat man latente Kennzahlen drin, manifeste Kennzahlen, man hat auch Effektivität und Effizienz, aber in der Regel sind die nicht verknüpft miteinander mit Ursache-Wirkung. Man sagt, okay, wenn ich jetzt an der schraube, dann wird die andere Sache sozusagen besser, weil die Zusammenhänge werden dort nicht geprüft sozusagen. Und dann haben wir noch sowas wie empirisch-theoretisch, also eine deduktive Fundierung. Dieses wird angewendet, wenn man meistens ein spezielles Problem lösen möchte. Zum Beispiel die Produktivität ist gering oder die Motivation ist gering.
suche ich mir aus der Theorie ein Modell, ein Prozessmodell idealerweise, eine Prozesstheorie, und die sagt dann, okay, was führt alles zur Motivation? Was führt alles, dass man eher im Unternehmen bleibt und nicht kündigt? Und dann kann man sich für jedes dieser Elemente, die haben da viele empirische Studien dazu gemacht, kann man sich dann Kennzahlen überlegen. Da hat man sehr viel Ursache-Wirkung drin, dafür meistens kaum Effektivität und Effizienzlogik. Die fehlt dann dort drin wieder. So, und das Letzte ist die empirisch-induktive Fundierung. Wir denken uns selber was aus. Wir arbeiten also mit strategischen Unternehmenszielen unseren durch Expertenbefragungen. Wir machen Plausibilitätsüberlegungen und vielleicht auch statistische Datenanalysen und machen ein eigenes Erfolgsmodell sozusagen. Und ein Beispiel dafür ist sowas wie eine Strategieentwicklung nach Kaplan und Norton, Strategic Mapping, Balance Scorecard. Nachteil hier ist ganz klar der Aufwand. Ne? Hier oben nehmen Sie sich eine Schablone, suchen sich was Passendes und machen Copy und Paste sozusagen. Das ist die schnelle Geschichte sozusagen. Und hier unten, das ist die aufwendige. Sie haben aber was auf Ihr Unternehmen maßgeschneidertes, und man muss das natürlich aber immer regelmäßig überarbeiten. Das ist jetzt nichts, was jetzt in Stein gemeißelt ist, und diese Logik geht immer. Sie werden dann feststellen, naja, die Kennzahl ist jetzt gar nicht so spannend, die verändert sich eigentlich auch gar nicht so viel, die nehme ich jetzt eher ins Monitoring rein und versuche es mal noch mit einer anderen Kennzahl. Ja, man wird also immer regelmäßig dieses Kennzahlensystem auch ein Stück weit überprüfen und auch weiterbauen. Das bedeutet nicht, dass man dazu eine Vollzeitstelle braucht. Ne? Es reicht dazu, wenn man 3 bis 4 Mal sich im Team dazu zusammensetzt, in einem Workshop und darüber nachdenkt. Das ist ausreichend. Man braucht keine Vollzeitstelle dafür. Das muss ich mal ganz klar dazu sagen. Das geht schon einfacher und effizienter, und ich will Ihnen heute auch ein bisschen was zeigen, wie sowas einfach, effizient, was heißt einfach, aber zumindest mit relativ überschaubarem Aufwand machbar ist. Ja, hier, ich habe Ihnen nochmal in den folgenden Slides so ein paar Beispiele gebracht, nochmal hier die logische Herleitung, da gibt es das DuPont-Schema, da haben wir sowas wie Human Economic Value Added, ja, also den Finanzcontroller, dem Unternehmenschef geht ja, dass der Unternehmenswert steigt. Wenn man das mal verkaufen will, denken Sie mal an WhatsApp, die haben extra nochmal 1 Milliarde Euro nochmal mehr bezahlt, nur für die Mitarbeiter. Das waren die Mitarbeiterwert sozusagen in diesem Team. Und da ist man immer daran interessiert, alles zu tun, was den Wert meiner Firma, und dazu gehört der Wert der Mitarbeiter dazu, zu steigern. Da hat man diese sehr starke Kapitalorientierung. Und das ist letzten Endes dann logische Herleitung, eine Formel. Ja, ich habe dieses HEVA, also Human Economic Value Added, hier oben ist das nochmal so dargestellt. Und das ist ein IWE pro Volleinheit sozusagen. FTE steht für Fulltime Äquivalent, oder wir in Deutsch sagen Volleinheiten. Und die Formel sieht eben tatsächlich als HEVA, das HEVA sozusagen, ist gleich Gewinn pro FTE minus Personalkosten pro Volleinheit. Dann kann ich Personalkosten pro Volleinheit ist Personalkosten in Summe durch die Volleinheit. Und die Personalkosten ist wieder fixe Personalkosten plus variable Personalkosten plus Administration. Das alles ist eine Formel F. Eine richtige Formel. Sie sind damit super anschlussfähig an den CFO. Das klappt wunderbar. Und alles ist ganz logisch mit Wirkungsketten. Sie wissen genau, wenn ich das sozusagen reduzieren will, also mein HEVA steigern will, muss ich das hier reduzieren, weil das ist ja der Summand sozusagen. Das ist der Subtrahent. Ja, und sozusagen weiß ich, okay, ich kann hier an den Baustellen arbeiten, damit das niedriger geht. Ne? Insofern gibt das schon eine Möglichkeit zu sagen, was kann ich machen? Jetzt könnte man das Ganze für Recruiting-Aufwände machen. Was kostet mich eine Einstellung sozusagen? Und da könnte man das dafür jetzt ein bisschen aufdröseln, und für das Kosten einer Einstellung könnte man so ein DuPont-Schema entwickeln, so ein Hierarchieschema, und hätte dann eine ganze Reihe von Kennzahlen, ein hierarchisches Kennzahlensystem, was erläutert und erklärt und was auch Ansatzpunkte liefert, um sozusagen den Effekt dort zu verbessern. Also für alles, wo ein Eurozeichen dahinter steht, klappt das in der Regel wunderbar. Hier mal ein Beispiel für die modellgestützte Rechtfertigung. Hier habe ich mal einfach mal von der DGFP ein Modell genommen fürs Humankapital wieder. Ja, da sitzt man eben zusammen und überlegt grundsätzlich, was kann man machen, um den Grundwert eines Mitarbeiters zu erhöhen oder die Werterhaltung zu machen. Ja, hier diese Punkte. Oder was sind Weiterentwicklungsimpulse? Und dann hat man sich überlegt, okay, gibt es gewisse Quoten, die man da messen kann, ja, um einzuschätzen, dass man da gut unterwegs ist. Hier gibt es aber keine Beziehungen oder irgendwas dazu. Ja, das haben wir hier nicht zwischen den Kennzahlen drin. Es ist eher wie ein Kennzahlset, wo man generell sagt, okay, wie könnte man sozusagen da rangehen?
Ja, also wir finden auch solche Modelle von der DGFP, wenn Sie mal im Internet recherchieren, auch nur speziell fürs Recruiting ein Kennzahlensystem. Das wäre so eine modellgestützte Rechtfertigung und das können Sie gerne für Ihr Unternehmen unternehmen. Da sind Sie ruckzuck fertig, wenn es darum mal geht, okay, was kann man da überhaupt messen? Guckt man also, was andere messen oder was solche Vereine, wie die sich darauf geeinigt haben, die haben meistens Workshops dazu gemacht und sowas ausgearbeitet oder nimmt man eben das. Ist dann aber eben nichts Spezielles für Ihr Unternehmen. Aber sicherlich ein guter Anfang. Das sind alles gute Anfänge. Ja, und dann empirisch-theoretische Fundierung, das hatte ich schon ein bisschen so gesagt, das nimmt man dann, wenn man in der Regel so ein ganz konkretes Problem lösen muss. Sowas wie die Produktivität der Mitarbeiter ist nach unten gegangen oder sowas. Ich habe das mal in dem Beispiel gemacht, das Leistungsdeterminantenkonzept. Das ist so ein Modell basierend auf der Frumschen Valenz-Instrumentalitätserwartungstheorie. Da hat man hier so ein Riesenmodell entwickelt. Das war mal früher ganz klein. Da kommen dann jedes Jahr neue Kästchen dazu, weil wir neue Erkenntnisse haben. Da sieht man zum Beispiel, das Leistungsverhalten hier an der Stelle ist eben abhängig, also eine Produktivität zum Beispiel, dass man eine gute Arbeitskenntnis hat, dass man gute Arbeitsbedingungen hat, dann, dass man eine gewisse Eignung hat und dann gibt es noch was wie Einsatz und Leistungsintensität. Diese rum ist wiederum abhängig von der Motivstruktur und eben von diesen Elementen, die hier unten zum Beispiel drinne stehen. Das heißt, so ähnlich wie bei diesem Dupont-Schema haben wir so eine hierarchische Struktur, aber da ist jetzt nicht so eine Formel dahinter mit Plus und Minus. Wir können jetzt nicht richtig was ausrechnen. Wir wissen aber durch korrelative Zusammenhänge, dass quasi die Arbeitskenntnis, was ich mache, wenn meine Rollenklarheit sehr wichtig ist für das Leistungsverhalten. Oder dass auch die Arbeitsbedingungen, gute Arbeitsbedingungen, also dass ich lauter Mittel habe, um einen guten Job zu machen. Und das könnte ich jetzt messen. Ich könnte jetzt also sagen, ich operationalisiere Leistungsverhalten, sage, nehme ich jetzt Produktivität, messe ich jetzt zum Beispiel. Dann die Arbeitskenntnisse, nehme ich vielleicht meine Zertifikate, die ich pro Mitarbeiter messe. Und meine Arbeitsbedingungen, die befrage ich vielleicht in der Mitarbeiterbefragung. Und so könnte ich mir nach und nach ein Kennzahlensystem überlegen, was also durch die Operationalisierung dieser Elemente das sozusagen zu Leistungsverhalten führt. Und damit habe ich so ähnlich wie beim Dupont-Schema so ein hierarchisches System, was mir hilft, einzuschätzen, woran könnte ich denn schrauben, um das zu machen. Wir haben diese empirisch-theoretische Fundierung sehr stark eben für Nicht-Euro-Kennzahlen. So meistens, da geht es so um Wahrnehmung, Latente, sind sehr viele Latenzen, sehr viele Befragungen und wirtschaftspsychologisch-diagnostische Instrumente, die alles quasi nur Latenzen sozusagen miteinander berechnen. Ja, aber das eignet sich sozusagen, man sagt, wir haben ein konkretes Problem zu lösen. Dann kann man mal gucken, okay, gibt es irgendeine Antwort aus der wissenschaftlichen Theorie, haben die ein Modell entwickelt, wovon dieses Problem oder die Variable abhängig ist? Dann könnte man sich was überlegen und hier mal Nachforschung anstellen. Sind die vielleicht unzufrieden in Arbeitsbedingungen? Fühlen die sich nicht geeignet? Ja, was sind denn ihre Erwartungen sozusagen? Treffen wir die Erwartungen nicht? Und so weiter. Und da könnte man sich wie so ein Ursache-Wirkungsdiagramm so schön durchhangeln und sagen, bis man vielleicht das Problem findet, wo ich sage, wir haben hier an der Stelle, dort ist sozusagen das Pudels Kern, ja, wo ich sage, dort liegt ein Problem und an den müssen wir schrauben. Das ist sehr hilfreich für eine Ursachenforschung sozusagen. Ja, und das letzte Thema, die empirisch-induktive Fundierung, ja, dort haben wir sozusagen, jetzt geht es darum, Beispiel von Human Capital Scorecards nach Kaplan und Norton. Man hat so ein spezifisches Erfolgsmodell, was man generiert, und das hangelt man entlang der Balance Scorecard. Ja, Balance Scorecard, für die es noch nicht wissen, ist quasi ein Zielsystem, wo man sich Kennzahl für vier Dimensionen überlegt. Wir überlegen uns also zu einem Thema, Beispiel Recruiting. Was hat Recruiting für Finanzkennzahlen? Das können die Kosten der Recruiting-Maßnahmen sein. Es könnte aber auch der Umsatz pro neu eingestellter Mitarbeiter sein. Dann haben wir irgendeine Kundenperspektive sozusagen oder Marktperspektive, ja. Was, da muss man definieren, was sind denn die Kunden vom Personalbereich? Das können die Bewerber sein, das können die Mitarbeiter sein, vielleicht aber auch der richtige Kunde des Unternehmens, wenn er zum Beispiel einschätzt, wie zufrieden er mit den neuen Mitarbeitern ist. Dann haben wir HR-Prozesse, wie schnell sind wir dort, was sind unsere Service-Level-Agreements, wie viel Ausschuss, wie viel Mist produzieren wir dort und dann unsere, die Potenziale, das sind so die ganzen Menschen, die irgendwie mit Personalaufgaben betreut sind oder entsprechende Personalinstrumente, vielleicht auch neue Projekte, neue IT-Systeme, neue Tools, neue Partnerschaften, die man einfügt. Das gehört in diese Kategorie. Und Kaplan und Norton hat nachgewiesen, wenn man Kennzahlen entsprechend dieser Kategorien entwickelt und schreibt die in so eine Balance Scorecard hier sozusagen zusammen
und setzt sich das Zielsystem sozusagen. Dann hat man ein Zielsystem, weil das wirkt in der Regel von unten nach oben. Die haben festgestellt, immer wieder in korrelativen Analysen, wenn man die Mitarbeiter kompetent macht, führt das dazu, dass weniger Fehler in den Prozessen passieren. Ja, nehmen wir an, sie machen Beobachterschulung mit ihren Führungskräften, dann werden die bessere Auswahlprozesse machen. Und Prozessqualität kann sich dadurch äußern, dass wir eine geringe Probezeitfluktuation haben. Ja, dann kann man gucken, wie wirkt das auch auf die Kandidaten positiv, diese Candidate Experience, wie nehmen die Bewerber uns in dem Prozess da, sind die glücklich? Und man weiß, wenn man das alles von unten nach oben macht, werden sich die Finanzkennzahlen entsprechend einstellen. Das ist die Logik, ne? Und damit verknüpfen Sie in diesem System alle drei Logiken. Das will ich Ihnen nochmal an einem Beispiel zeigen. Ja, und die Idee nach Kaplan und Norton ist sozusagen, man hat sozusagen eine Art Strategy Map, wo man dann nochmal formuliert, aufgrund dessen, dass Sie bestimmte Kennzahlen jetzt deutlich verbessern müssen, kommt dann raus, was weiß ich, die Auswahlverfahren in ihrer Validität deutlich stärken, die Kompetenz der Führungskräfte als Beobachter deutlich anheben. Solche Texte stehen dann hier in diesen Zielobjekten drin. Und die werden operationalisiert mit bestimmten Kennzahlen. Und die Pfeile deuten eben diese Wirkungslogik an. Wir wissen dann bei manchen Sachen, ja, das hängt direkt miteinander zusammen. Und dann kann man eben sagen, wenn ich hier oben ein Problem habe, dann hängt das an dem sozusagen dran. Und ich kann eine Hilfe geben der Führungskraft oder auch mir selber, an was müsste ich arbeiten und schrauben, um das Problem zu lösen. Weil darum geht's. Jetzt kann man noch einen Schritt weitergehen mit diesem Actionplan hier hinten dran. Wenn Sie jetzt quasi Ihr Zielsystem haben, das sind Ihre Zielkennzahlen, vielleicht haben Sie auch die ein oder andere Monitoring-Kennzahlen dabei, dann setzen Sie sich Targets, also Zielwerte, was Sie dort erreichen müssen. Und jetzt ist es so, wenn Sie hier natürlich Kennzahlen deutlich verändern müssen, verbessern müssen, verstärken müssen, etc., dann werden Sie sich auch Maßnahmen überlegen müssen. Da müssen Sie irgendwie IT-Systeme einführen oder Weiterbildungsmaßnahmen machen oder irgendwas. Und das ist Ihr Change-Budget sozusagen für das nächste 1, 2, 3 Jahren. Und das alles zusammen, wenn man das alles hat, wir haben also klare Wirkungszusammenhänge, unsere Wege, was wir erreichen wollen, wir haben ein Kennzahlensystem, wie wir es vermessen und wir haben konkrete Maßnahmen, die dafür sorgen sollen, dass die Kennzahlen besser werden, dann sage ich, Sie haben eine Strategie. Nur die drei Sachen zusammen, wenn ich das finde, sage ich, dann haben wir eine Strategie. Es nützt keine Strategie, nur mit einer Balance Scorecard, ohne Maßnahmen und ohne solche Zielobjekte, was unsere Logik sozusagen beschreibt. Ja, das ist zu schwach. Und ich will Ihnen so ein bisschen zeigen heute noch, sozusagen in den verbleibenden Minuten, wie Sie sozusagen sowas mit möglichst einfachen Mitteln für sich reflektieren und erstellen können. Ja, das ist ja dann quasi empirisch-induktive Fundierung. Genau, schauen wir uns das ein bisschen näher an. Hier ist nochmal so ein bisschen erläutert, das hatte ich Ihnen aber, das würde ich mal so ein bisschen überspringen. Ich bleibe mal bei der Balance Scorecard. Hier ist nochmal ein Beispiel dargestellt. Ich hatte Ihnen ja so diese Herleitungsform, ist die logische Herleitung, die modellgestützte Rechtfertigung und die empirisch-theoretische Herleitung. Die sind nämlich alle in dieser empirisch-induktiven Herleitung Stück weit drin. Ja, ich habe mal die typischen Balance-Scorecard-Dimensionen aufgeschrieben, Finanzen, Kunden, Prozesse, Potenziale. Und hier sehen Sie diese Pfeile, diese grundlegenden Balance-Scorecard-Logik. Ja, und an den Dingen hier unten können wir eher was machen. Natürlich können wir als Personaler an den Kompetenzleveln der Mitarbeiter schrauben. Ja, dann machen wir einfach Schulung sozusagen. Und wir wissen, wenn die kompetenter sind, brauche ich vielleicht weniger Mitarbeiter. Das könnte die Personalkosten wiederum senken, weil die kompetenten Mitarbeiter eine höhere Produktivität haben. Ich könnte also mit weniger Mitarbeitern mehr erreichen. Ich weiß auch, wenn ich zum Beispiel die Reaktionsgeschwindigkeit meiner Mitarbeiter erhöhe, also dass sie zeitnah die Lösung machen, dass sie auf die Kunden schnell eingehen, dann sind die Kunden zufriedener. Das zeigen immer wieder solche Kundenzufriedenheitsbefragungsmodelle. Die wissen, die haben das immer wieder empirisch untersucht, dass sowas den Kunden sehr wichtig ist, sofort zeitnah eine Rückmeldung zu haben und vielleicht auch eine schnelle Problemlösung. Ja, wenn wir zufriedene Kunden haben, dann wissen wir, da gibt es so ein Word of Mouth, wir sehen es beim Empfehlungsbund, der da zufrieden ist, der empfiehlt uns und wir haben mehr Kunden. Ne? Und die Anzahl Kunden ist direkt eine logische Herleitung, dass ich sagen könnte, der Umsatz ist gleich Anzahl der Kunden mal Durchschnittspreis zum Beispiel. Ne? Haben Sie eine ganz logische mathematische Herleitung. Sie sehen also, dass unsere Kennzahlen hier drin quasi diese Logiken in der Balance Scorecard alle integriert werden können. Ja, und damit hat man quasi, wenn man die Balance Scorecard nutzt, ist ein Stück weit Werbung jetzt für die Balance Scorecard,
dass man dort ein systematisches System hat. Sprich, habe ich mit einem Personalkostenproblem, fallen mir hier unten Kennzahlen ein, an denen ich schrauben könnte, die verbessern könnte, um sozusagen ein Problem, was in der Finanzperspektive zum Beispiel gibt, zu lösen. Genau. Ja, also hier nochmal so eine Übersetzung der Balance Scorecard für den Personalbereich. Ja, Balance Scorecard ist ja quasi fürs Unternehmen, in der Regel erstmal fürs Unternehmen gedacht. Man kann eine Balance Scorecard aber für jeden Bereich machen. Man kann das für Human Resources machen, für den Einkauf Balance Scorecard. Man kann es sogar für einen Subbereich von Human Resources machen, nur fürs Recruiting, nur für die Weiterentwicklung. Ja, ist möglich sozusagen, dort ein eigenes Kennzahlenset zu haben. Und ich meine damit nicht jetzt hier 100 Kennzahlen drin zu haben. Und wenn es nur 10 sind, die aber in einer guten Wechselbeziehung sind und alle Logiken beherrschen. Ja, also ich sag mal, drei Erfolgsfaktoren des Personalcontrollings, also wann funktioniert das gut, das kann man vielleicht auch auf generell aufs Controlling übertragen. Erstmal so ein Stück weit Ausgangspunkt sind Unternehmensziele. Also gucken Sie, was hat Ihre Firma in den nächsten 3 Tagen vor? Wenn Sie Glück haben, haben die sogar eine Balance Scorecard oder sowas ähnliches, ja, wo Sie verschiedene Kennzahlen sortiert und gruppiert haben, auch Wirkungszusammenhänge. Wenn Sie Pech haben, müssen Sie einfach mal gucken, was hat denn der Chef die nächsten Jahre vor, den interviewen, er hat es irgendwie niedrig niedergeschrieben, was stellt er sich für ein Wachstum vor, wie viele neue Mitarbeiter sein, sondern das sein, spätestens gibt es eine Personalplanung irgendwo. Dann ist das Ihr Ankerpunkt sozusagen. Und darum müssen sich Ihre Kennzahlensysteme ein Stück weit drehen und orientieren, damit Sie anschlussfähig bleiben. Ja, und dann sollten Sie ein Kennzahlensystem entwickeln mit diesen 3 Logiken sozusagen. Damit haben Sie ein evidenzbasiertes Management und unbedingt eine gemeinsame Herleitung mit Team, also durchaus mit Führungskräften, ja, vielleicht auch mit Mitarbeitern sozusagen, Kollegen etc., weil dann ist es allen klar, warum wir die Kennzahlen haben, was unser Erfolgsmodell sozusagen ist, und das schafft dann eine Entlastung der Führung. Kommen wir jetzt so ein bisschen nochmal zu dem praktischen Teil. Ich wollte Ihnen jetzt noch ein bisschen, also das sind so erstmal so grundsätzliche Überlegungen gewesen, und ich möchte Ihnen jetzt noch ein bisschen so ein Zeit-Bold-Step-Thema geben, diese entweder ihr bestehenden Kennzahlen reflektieren können oder vielleicht auch gemeinsam mit dem Team mal brainstormen, was könnte man, was wäre relevant für uns, und vielleicht am Ende sich so ein Zielsystem entwickeln könnten. Wie sieht das aus? So ein praktischer Rahmen. Im Prinzip habe ich hier 5 Schritte. Der erste Hauptschritt ist quasi eine Art Brainstorming. Ja, das zeige ich Ihnen. Wir versuchen mal Effektivität und Effizienzkennzahlen, Ursache, Wirkung und manifest latent Mini-Kennzahlensysteme zu generieren. Da gebe ich Ihnen gleich noch eine Schablone mit, wie Sie das im Team machen könnten. Dann haben wir in der Regel, keine Ahnung, wenn wir Pech haben, haben wir 40 Kennzahlen drinstehen. Dann schiebt man diese 40 Kennzahlen, klassifizieren wir erstmal in das Balance Scorecard-Schema rein. Ja, die puzzeln wir zu, was ist eher aus Kundenperspektive, was eher eine Kennzahl aus Prozess, was eher eine Kennzahl für Finanzperspektive, und vertrauen auf die Kaplan- und Norton-Logik von unten nach oben. Finden dort auch wirklich wichtige kausale Zusammenhänge und machen da vielleicht auch Pfeile zwischen den Kennzahlen rein. Und zum Schluss, weil mir 40 Kennzahlen zu viel sind, müssen Sie jetzt ein Rasiermesser ansetzen und sozusagen die wenigen selektieren. Und da gebe ich Ihnen dann auch noch so einen Schritt, sodass Sie vielleicht aus den 40 Kennzahlen dann vielleicht 10 werden, die entscheidend sind. Aber die anderen werfen Sie nicht gleich weg, die schieben Sie ins Monitoring rein, die sind dann vielleicht nicht Teil Ihres direkten Zielsystems, aber manchmal stellt man fest, Mensch, dass die eine Kennzahl doch nicht so dolle ist, und dann weicht man nochmal auf eine andere aus. Das heißt dann nicht, dass man die dann immer messen muss, aber man hatte zumindest schon mal definiert und weiß die Zusammenhänge mit den anderen Kennzahlen, sodass man dieses Wissen nicht vergräbt, das schiebt man so ein bisschen in so ein Backup. Das Ziel ist, ein kausales Kennzahlensystem mit den wenigsten Variablen oder Kennzahlen, also das einfachste Modell zu generieren, um abzuschätzen, ob ich meine Effekte am Ende eigentlich erreichen kann. Ja, hier ist mal die Schritte dargestellt, die würde ich jetzt mal mit Ihnen durchführen. Ich lasse mir da jetzt dabei jetzt nicht so viel Zeit. Sie kriegen das Skript, können es nachvollziehen. Ich versuche Ihnen so das Grundprinzip zu jedem Schritt zu erklären. Für mehr reicht es jetzt ja leider nicht. Das erste, was Sie machen, Effektivität und Effizienzleitfragen. Das heißt, Sie definieren Ihre Effekte, die Sie zu einem bestimmten Thema erreichen sollen. In der Regel ist das, was ist das Ergebnis Ihrer Planung? Mein Beispiel hier, was ich jetzt immer nehme, ist Anzahl neuer Mitarbeiter, Azubis, Studenten nach Probezeit. Also die tatsächlich nach der Probezeit auch noch bleiben sollen. Welche Maßnahmen sind hierfür notwendig? Jetzt überlege ich mir quasi, was muss ich machen? Was ist denn unser Prozess? Wie gehen wir vor, um diese Mitarbeiter in der Regel zu rekrutieren? Meinetwegen 100 neue in dem Jahr.
Dann schreibe ich mir so auf, was machen wir da so üblicherweise? Natürlich Anforderungsprofil mit Messoperationalisierung, mit den Führungskräften auffrischen, dann die Stellenanzeigenvarianten für Anforderungsprofil machen, die Homepage Karriereteil zu machen, dann die Marketingkanäle zu bestücken, also wohin schalten Sie die ganzen Sachen, das Geld dafür auszugeben, dann müssen Sie ein Bewerbermanagement durchführen, Auswahlgespräche, möglichst Beobachtungsfehler vermeiden, dann gibt es vielleicht noch ein Onboarding, je nachdem, wie lange Sie den Prozess jetzt definieren wollen, und machen Sie ruhig eine Reihenfolge, Step by Step. Und jetzt überlegen Sie sich für diesen Prozess, aufgrund dieses Prozesses, welche Effizienzen oder welche Rahmenbedingungen muss ich hier einhalten? Ich weiß ja, bei den Marketingkanälen kann ich nicht alles machen. Der Geschäftsführer hat mir dort ein Budget vorgegeben, sozusagen. Und so gehe ich das durch und überlege mir anhand des Prozesses bestimmte Effizienzen. Das sind so die, in unserem Beispiel jetzt unsere Recruiting-Aufwände, ja, die irgendwie zu monitoren, zu beobachten sind. Wir sagen sowas wie, und da überlegt man auch, womit werden wir immer von den Führungskräften kritisiert. Wir gucken uns auch die Feedbacks an, worüber beschweren sich Bewerber oder die Führungskräfte, was gefällt denen nicht. Ne, entlang des Prozesses, was klappt an den Prozessen nicht oder worauf müssen wir achten? Da kommt sowas wie sparsamer Zeiteinsatz von Führungs- und Fachkräften als Beobachter. Die wollen natürlich nicht in 25 Interviews drin sitzen. Dann möglichst keine Probezeitfluktuation vom Arbeitgeber initiiert. Also, oh nee, da geht gar nicht. Dann Einhaltung des Kostenbudgets, ein Kostenaspekt. Dann Kosten für die IT-Systeme, die wir nutzen. Die sind vielleicht lizenzabhängig, abhängig von der Anzahl der Bewerbungseingänge. Da wird das BMS teurer, etc. Anzahl der Beobachter, die eine Beobachterschulung haben, so ein Qualitätsaspekt. Ja, das sind jetzt so verschiedene Effizienzen, dass man sagen, ja, bitte 100 Einstellungen von neuen Mitarbeitern hätten wir gern in dem Jahr und unter Einhaltung dieser Aspekte, wo es dann Rahmenvorgaben gibt, die man nicht überschreiten darf sozusagen, wo wir uns irgendwas erlauben, unsere Service-Levels so ein Stück weit oder unseren Service zu definieren. Das heißt, in dem ersten Schritt kommen Sie dann auf ein erstes Kennzahlensystem aus der Logik von Effektivität und Effizienz. Wir haben hier die Anzahl neuer Mitarbeiter in der Probezeit und quasi hier unsere Recruiting-Aufwände. Und Recruiting-Aufwände haben wir jetzt mal analysiert. Da haben wir eine Kennzahl wie IT, Systemkosten für Personalmarketing, Personalauswahl. Oder die Probezeitfluktuation vom Arbeitgeber initiiert. Die Ist-Soll-Kosten-Verhältnis im Marketingbudget. Dass wir sagen, okay, vielleicht schöpfen wir nicht 100% aus. Oder wir schöpfen sogar zu viel aus. Der Zeiteinsatz pro Beobachter könnte man nehmen oder auch die Schulungstage pro Beobachter. So haben Sie also zu dieser einen Effektkennzahl sozusagen zu berücksichtigende Effizienzkennzahlen. Ja, 100 Einstellungen, aber unter bestimmten Bedingungen. Hier sollen die Kosten nicht steigen, hier muss es sehr hoch sein, möglichst 0%. Hier sollte man im Budget sein, die 100%. Hier sollte man den minimalsten Zeiteinsatz, keine Ahnung, pro Bewerber 2 Interviews maximal jeweils 1,5 Stunde. Und hier sollte jeder Beobachter irgendwie Schulungsmaßnahmen haben. Setzt man sich denn Zielwerte, Rahmenbedingungen fest, um gute neue Kandidaten zu haben, die auch Kosten, die Kosten im Auge behalten. Na, mit dem ersten Schritt kommen wir schon zum ersten Mini-Kennzahlensystem nach der Effektivität-Effizienz-Logik. Machen wir den zweiten Schritt, die Ursache-Wirkung. Hier machen wir Folgendes, hier nehmen wir quasi diese Anzahlen der neuen Mitarbeiter als Endeffekt und überlegen uns entlang des Prozesses, den drehen wir jetzt einfach rum, Sie machen Ihren Prozess jetzt rückwärts, den Sie vorher aufgeschrieben haben, und schreiben für jede Phase, überlegen Sie sich, was können Sie da messen, wie können Sie die, wann ist der Prozessschritt vollzogen, was produziert dieser Prozessschritt, was sind Zwischeneffekte? Und da sage ich eben, wenn ich jetzt Onboarding mache, dann habe ich Bewerbermanagement, Marketingkanäle, Stellenanzeigen, Anforderungsprofil. Ich habe es einfach umgedreht von vorhin. Dann sage ich eben, klar, Anzahl neuer Mitarbeiter. Dann habe ich durchgeführte Probezeitgespräche, eine gewisse Anzahl, Anzahl Vertragsunterzeichnungen, Einstellungen, Anzahl Interviews oder Bewerbungen, Anzahl Varianten, Anzahl verschalteter Kanäle, überarbeitete Anforderungsprofile. Das ist wie so ein Sales Funnel. Ja, eine Einstellung und ich brauche dazu vielleicht 20 Anzeigenvarianten und 500 Bewerbungseingänge. Dann mache ich davon irgendwie 50 Interviews oder 20. Dann kommen dann 10 in die Vertragsunterzeichnung und Vertragsverhandlung und einer wird dann eingestellt. Sie bauen sich dadurch so ein Trichter zusammen. Wir reden auch so von Churn Rate, so von Phase zu Phase sozusagen. Sie nehmen also jeden Prozessschritt sozusagen. Bei unserem Empfehlungsbund Bewerbermanagementsystem sind es gerade die Tabs,
die wir Ihnen sozusagen da anbieten. Und dann hat man in jedem Tab seine Anzahl Effekte und im Laufe der Zeit wird man wissen, um einen Java-Entwickler in 3 Monaten einzustellen, muss ich jetzt das und das, die Kanäle aktivieren und muss hoffen, dass ich mindestens 50 Bewerbungseingänge dazu habe, um dann x Interviews zu machen, x Vertragsverhandlungen und dann auch am Ende meine eine Einstellung habe. Dieses Wissen generiere ich dadurch. Das sind diese Ursache-Wirkung. Ich habe das mal zusammengefasst. Wir hätten also unser zweites Mini-Kennzahlensystem. Wir sagen, der Endeffekt sozusagen Anzahl neuer Mitarbeiter. Und was geht's los? Also Anzahl Anzeigen machen. Je mehr ich davon habe, je mehr Varianten ich habe, umso mehr Bewerbungen werde ich haben. Je mehr Bewerbungen ich habe, umso mehr Interviews kann ich führen. Je mehr Interviews, umso mehr Einstellungen. Je mehr Einstellungen, umso mehr Anzahl durchgeführte Probezeitgespräche. Ja, die hängen in Ursache-Wirkungsketten zusammen und alles zahlt auf diese Anzahl neuer Mitarbeiter ein. Jetzt machen wir eine kleine Iteration und sagen, jetzt nehmen wir dieses Modell, was wir hier gemacht haben, und gucken nochmal, ob wir nicht noch ein paar Effizienzen finden, die wir vielleicht vorher vergessen haben. Und dann sieht man eben, wir haben hier so einen schönen Prozess. Ja, ein Prozess ist also so, es kettet sich, es fügt sich aneinander an, das ist eine Abfolge, und da könnte man noch sowas wie eine Time to Hire sozusagen messen. Würde man aus der Rückschau sozusagen heraus zu sagen, hier könnte man noch so eine Time-to-Hire als Effizienzkennzahl sozusagen mit aufnehmen. Das meine ich so mit Iteration. Wenn Sie jetzt einen Schritt weitergehen, können Sie mit dem Ergebnis dieses Schritt nochmal, den vorhergehenden Schritt nochmal reflektieren. So, kommen wir zum dritten Schritt, Manifest-Latent-Leitfrage. Das machen wir wie folgt. Wir gruppieren jetzt mal alle Effekte und Effizienzen, also dieses Mini-Kennzahlensystem und dieses Ursache-Wirkungskennzahlensystem, nach typischen Zielgruppen. Wir müssen also überlegen, in meinem Recruiting-Prozess, oh Gott, wer ist denn da alles Zielgruppe dabei? Und würden mal die Kennzahl dort zuordnen, sozusagen. Und dann überlegen Sie sich pro Gruppe, was könnte man dort für Wahrnehmungsindikatoren machen? Also könnte man dort eine Zufriedenheit erfahren? Was wäre dieser Gruppe wichtig, sozusagen? Was wäre uns, wie von dieser Gruppe zu erfahren? Was sind dort subjektive Dinge? Ich habe das hier mal vorbereitet. Wir haben hier die Zielgruppen und stellt man schnell fest, man hat sehr viele. Wir haben das obere Management. Wir haben die Führungskräfte, die tatsächlich dann neue Mitarbeiter bekommen. Wir haben die Kollegen der neuen Mitarbeiter. Wir haben eingestellte Mitarbeiter. Wir haben Absagenbotschafter. Wir haben Bewerber. Wir haben Kunden des Unternehmens. Wir haben das Personalmanagement, die Recruiter selber. Wir haben noch Betriebsrat und vielleicht noch Schwerbehindertenvertreter oder sonst irgendwas. Es sind doch eine ganze Reihe. Ich habe jetzt mal alle manifesten Kennzahlen, denn das, was wir bei Ursache-Wirkung und bei Effizienz und Effektivität ermittelt haben, sind alles manifeste Variablen. Wir wollen dort nur manifeste Variablen, also was man ganz real, objektiv messen können. Die habe ich hier mal zugeordnet, wo ich denke, das ist für diese Zielgruppe interessant und das hätten die gern in ihrem Reporting. Das müssen sie im Gespräch mit denen rausfinden. Ich habe jetzt einfach mal eine Zuordnung gemacht. Man müsste mit denen reden, was wollten ihr sehen, welche Kennzahl ist euch wichtig. Ja, da wird man erstmal die man also vorher in Schritt 1 und 2 abgeleitet haben, hier einfach pro Zielgruppe zuordnen, möglichst keine Doppelnennungen. Also irgendwie das eindeutig sozusagen machen. Das Reporting kann ein bisschen anders sein, da kann man auch ein paar andere Kennzahlen, aber okay, die haben ihre wichtigen Kennzahlen. Und jetzt müsste man überlegen, welche latenten Kennzahlen könnte man hier abfragen, zum Beispiel im Workshop oder man macht mal eine Befragung, ne, also da irgendwie ein Feedback zu bekommen mit so einem typischen Bögen. Da habe ich gesagt, okay, oberes Management, sowas wie Zufriedenheit mit der Arbeit des Personalmarketings und der Personalauswahl. Also wie zufrieden sind die eigentlich mit der Arbeit von Human Resources in der Personalgewinnungsbereich? Die Führungskräfte mit den neuen Mitarbeitern könnte man fragen, na, wie zufrieden seid ihr denn mit den neuen Mitarbeitern? Wie zufrieden seid ihr mit der Qualität der Bewerber im Interview? Diese zwei Fragen lohnt sich nicht, dem Management zu stellen, den oberen, weil sie kennen die vielleicht gar nicht, haben die gar nicht gesehen, können das gar nicht einschätzen. Sie sehen also, diese Zufriedenheitsfragen sind pro Zielgruppe sehr unterschiedlich. Man könnte die Mitarbeiter, die Kollegen befragen, wie zufrieden sind sie denn mit den neuen Kollegen sozusagen. Man könnte die eingestellten Mitarbeiter, die Botschafter, die Absagen, die Bewerber, die könnte man zu so einem Candidate Experience Prozess befragen. Wie fanden sie denn den Bewerbungsprozess? Ja, dass man so, okay, wie zufrieden sind die? Aber auch die Kunden des Unternehmens, wie zufrieden sind die mit der Kompetenz der neuen Mitarbeiter? Und von mir aus noch ein Betriebsrat, wie zufrieden ist er denn, das Personal, das Betriebsverfassungsgesetz oder AGG oder sonst irgendwas irgendwie einhält? Ja, wir fallen also zu den verschiedenen Zielgruppen sozusagen, ausgehend von dem, was ich schon manifest zu den messe, so bestimmte latente Kennzahlen ein, die ich versuche, in meinen Prozess einzubauen und noch regelmäßig zu erheben. Und wenn es so ist, dass ich sage,
Sie machen Interviews und dann hat die Führungskraft 5 Interviews gemacht und setzen sich mit der Führungskraft zusammen. Ich sag mal, wie zufrieden warst du jetzt eigentlich mit den Kandidaten, die wir dir im Interview angeboten haben oder im Vergleich oder irgend sowas. Ne? Man muss das in seinen Prozess natürlich einbauen, wie man solche Latenzen sozusagen erfasst. Das ist wichtig, weil einerseits sagt man, Mensch, ich habe doch die Anzahl erreicht, der hat jetzt 50 Kandidaten im Interview gehabt. Ja, aber Sie müssen aber wissen, ob der vielleicht doch hoch unzufrieden ist, ne? Weil der sagt, ja, die Zahl selbst, das Manifest ist irgendwie erreicht, das Ziel, aber die Kandidaten bewerte ich irgendwie dementsprechend nicht gut. Bin da trotzdem völlig unzufrieden, weil ich auch, wie der ganze Ablauf läuft oder wie das organisiert worden ist, etc. Denn eine unzufriedene Führungskraft wird auch das Interview nicht gut machen. Das heißt, ich habe jetzt quasi das Brainstorming ist jetzt abgeschlossen. Ich habe jetzt quasi Manifest Latente, also ich habe auch latente Kennzahlen, ich habe diese Ursache-Wirkungskennzahlen, ich habe die Effektivität, Effizienzskalen. Die nächste Übung ist, diese Kennzahlen der Balance Scorecard, diesen Dimensionen zuzuordnen und wichtige Ursache-Wirkungsketten zwischen den Kennzahlen aufgrund ihrer Bauchgefühle, ihrer Erfahrungen sozusagen zuzuordnen. Ich habe das ja mal gemacht. Ich habe mal alle Kennzahlen, die wir jetzt haben, ich habe die Farben beibehalten, ne, die gelben, das waren so diese latenten Kennzahlen, die habe ich alle in die Dimension Kunden reingeschmissen. Dann habe ich dann diese Effizienzen und die Effekte der Prozesse, also diese Ursache, Wirkung und diese Effizienzen, habe ich quasi auf Wesentlichen auf die HR-Prozesse verteilt, also in die Dimension HR-Prozess und habe aber ausgewählt davon ein paar Sachen in Potenzial. Ich fand sowas wie Schulungstage pro Beobachter ist eher so ein Mitarbeiteraspekt und weniger so ein Prozessaspekt. Oder die Anzahl der Anzeigenvarianten ist eher so ein Instrumentaspekt. Und Instrumente und Mitarbeiter gehört in die Potenziale. In die Prozesse habe ich sowas wie Quote Marketingbudget als Prozesskosten. Ich habe das so drunter geschrieben, warum habe ich die in der Prozessdimension reingeschrieben? Dann die Zeit pro Beobachter, diese Prozesszeit sozusagen. Also man muss bei jeder Kennzahl, also bei den Latenten ist klar, die kommen alle bei Kunden rein und bei diesen HR-Prozessen muss man gucken, bei Ursachenkennzahlen und bei Effizienzkennzahlen, ob die eher zu Prozessen gehören hier rein oder ob die eher sozusagen ins Potenzial gehören. Wenn ich nur mal Beispiel habe. Ganz am Anfang, diese Haupteffizienz und Haupteffekt, die habe ich hier oben reingeschrieben, weil die kommen beim HR-Kapital rein sozusagen. Ja, wenn man sagt zum Beispiel, die Anzahl neuer Mitarbeiter nach der Probezeit erhöht das Humankapital des Unternehmens, logischerweise. So, und jetzt kann man im nächsten Schritt überlegen, wie hängen die denn miteinander zusammen? Was denken Sie? Womit könnten Sie die Zufriedenheit neuer Mitarbeiter, die Zufriedenheit der Führungskraft, von welchen unteren Kennzahlen, es geht ja immer so von unten nach oben, hängen die ab? Und dann überlegen wir uns im Team so ein paar Kausalitäten, die wir so vom Bauchgefühl her erwarten. Da geht es nicht darum, jetzt alle möglichen zu finden, sondern die, wo wir uns ziemlich sicher sind, dass es da Zusammenhänge gibt. Und da malen wir Pfeile rein. Wir wissen also, wenn wir das Quote-Marketing-Budget nicht ausschöpfen, dann werden wir günstiger sein bei Kosten der Umsetzung sozusagen. Wir werden also Kosten vermeiden. Oder wenn die Beobachter alle ordentlich geschult sind, dann wird vielleicht der Zeiteinsatz pro Beobachter geringer, weil er vielleicht keine Nachfragen hat, kein zweites Interview machen müssen. Oder auch die Probezeitfluktuation. Ich habe da hier so ein Minus gemacht. Also wenn das steigt, wird diese Kennzahl sinken sozusagen. Und so baue ich mir hier meine Hypothesen rein. Ja, wenn das steigt, sinkt diese Kennzahl time to hire, hier mit einem Minus. Wenn kein Minus dran ist, sage ich, wenn die Zufriedenheit der neuen Mitarbeiter steigt, steigt die Anzahl der Mitarbeiter nach der Probezeit, weil die Mitarbeiter bleiben und hauen nicht aus dem Unternehmen wieder ab. Und damit haben Sie quasi mit dem ganzen Thema sich ein richtiges Kennzahlensystem aufgebaut. Jetzt gibt's immer noch so eine Sache, das kann es passieren, dass wenn Sie das im Team machen, ich habe das jetzt mal exemplarisch alleine gemacht, dass ich auf 40 Kennzahlen komme. Ganz viele, das sind natürlich zu viele, das müssen wir reduzieren. Und das ist der letzte Schritt, die Priorisierung. Und da gehen wir nochmal durch, was von den Dingern kann man eigentlich richtig zuverlässig messen. Was von den Kennzahlen können wir richtig segmentieren? Nach Kanäle, nach Anzeigen, nach Profiltypen. Welche dieser Kennzahlen hängen richtig an der Strategie dran? Also was das Unternehmen erreichen will, zahlt da direkt drauf ein. Welche Kennzahlen
haben wir drin, wo wir wissen, oh Gott, da ist der Wettbewerb viel, viel besser. Wir brauchen viel zu lange, um Bewerber zu antworten. Das machen die Wettbewerber viel, viel besser. Wäre auch ein Argument dafür, diese Kennzahl im System drinnen zu lassen. Oder auch eine Risikoorientierung misst, die irgendwas die Kennzahl muss sagen, da dürfen wir auf gar keinen Fall im Level drunter fallen, sonst fällt ja alles zusammen. Am Ende könnte man hier noch statistisch empirisch natürlich tatsächlich die korrelativen und die regressiven Zusammenhänge analysieren. Das können Sie gerne, wenn Sie das dann mal machen wollen, mache ich da auch gerne eine Masterarbeit dazu. Aber das können Sie hier oben im Team einschätzen. Und da habe ich mal beispielhaft das jetzt mal für die Kennzahlen gemacht und würde die hier rausschmeißen. Ja, das sind die Weisen. Und na, weil ich sage, aus irgendwelchen Gründen passen, sind mir das zu wenig Kriterien von hier vorne, die für diese Kennzahlen hier erfüllt sind. Das ist aber jetzt willkürlich. Ich habe mir jetzt einfach was aus, um Ihnen das exemplarisch zu zeigen. Und dann wäre das mein finales Kennzahlsystem und diese Kennzahlen würde ich jetzt messen. Manche davon sind ein Monitoring. Nicht für alle Kennzahlen geht, nicht alle Kennzahlen haben dann ein Ziel, dramatisch sich zu steigern oder zu verbessern, sondern die sollen vielleicht auf dem Niveau als Effizienzkennzahl mitgehalten werden können. Ja, und jetzt könnte man das natürlich dann, wenn wir das segmentieren können und sagen, dieses Kennzahlensystem nur für Java-Entwickler, wo ich dann sage, wie viele Bewerbungseingänge brauche ich für einen Java-Entwickler, wie viele Interviews, um am Ende meine eine Stelle reinzustellen, könnte man das Ganze dann immer quasi nur unter den Filter legen und sagen, das mal, wenn man jede Kennzahl segmentieren könnte dazu, ne, ich befrage dann nur die Führungskräfte, die Java-Entwickler zum Beispiel einstellen und dann könnte man das quasi, hätte man eine Logik, um sagen, okay, wie kann ich denn jetzt die Anzahl der Einstellungen zum Java-Entwickler nach vorne bringen, was sind da meine Möglichkeiten, ja was zu verbessern. Genau. Ja, und dann ist das sozusagen das Ergebnis. Ne, Sie kennen dieses Bild hier unten, das ist ja das Ziel, wo wir hinwollen. Hier die Strategy Map, hier die Balance Scorecard, hier die Maßnahmen. Ich gehe nochmal zurück. Ja, und da haben wir jetzt hier quasi unsere Balance Scorecard. Ja, ich habe jetzt hier die Pfeile weggelassen zwischen denen. Das ist das, was wir messen. Da müssen wir uns dann Zielwerte und Maßnahmen überlegen. Maßnahmen immer dann, wenn die Zielwerte auf einmal ganz andere sind. Ja, wenn wir Zielwerte auf einem konstanten Niveau halten, dann ist es eine Monitoring. Aber wenn wir sagen, wir wollen uns hier deutlich schneller werden, deutlich mehr werden, dann muss hier irgendwie Maßnahmen kommen, was wir anders machen wollen. Sonst gibt das keinen Sinn. Ja, und jetzt kann man hier noch so einen Oberbau machen, wie so eine Strategy Map. Das habe ich heute mal ein bisschen ausgeblendet sozusagen. Aber da könnte man jetzt textlich die Dinge hier zusammenfassen, was man hier tatsächlich verbessern und erhöhen will. So, damit bin ich mit meinem Vortrag durch und bin jetzt offen für Ihre Fragen. Wie gesagt, war sehr schnell, das weiß ich, sehr viel. Es geht so ein bisschen, um Sie so ein bisschen zu inspirieren. Was könnte man für eine Sicht auf Kennzahlensysteme haben, wenn sich dann doch der ein oder andere damit näher, stärker beschäftigen möchte? Fragen? Dankeschön, Frau Böge. Frau Böge hat mir gerade ein privates Feedback gegeben. Genau, ja. Fragen von Ihrer Seite. Ergänzungen. Alle geplättet. Ist überhaupt noch jemand da? Wer hat mit sowas schon Berührungspunkte?